Hallo ihr Lieben, euer Girl, es ist hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Monkey Ball Touch and Roll. Im letzten Part haben wir das Bowling gemacht, hat besser funktioniert als Monkey Race und Monkey Fight. War so semi-spaßig, aber gut funktioniert hat es nicht, es kann nur besser werden. Monkey Hockey, los geht's. Gib mir die Kugel, Linienschmetterer Classic. Linienschmetterer. Oh, das kann man sogar zu zweit spielen. Na, will jemand mit mir dieses tolle Spiel spielen? So, das Baby. Das Baby muss leiden. 10 Punkte. Sieg. Hä, ich verstehe halt nicht. Sieg 2. Mach einfach. Ich weiß nicht, was ihr wollt, aber ist okay. Oh, das macht keinen Sinn. Dann müssen wir es so machen. Was? Was habe ich hier für Mist gemacht? Ja, was ist das denn für kranker Scheiß? Das ist so geil. Okay. Kann es sein, dass es ein bisschen sehr unfair ist? Hä? Wieso wird meiner immer kleiner und der vom Gegner immer größer? Ist das so schwer oder bin ich zu blöd? Check ich hier schon wieder was nicht. Wie mache ich den denn größer? Ich kann den nicht größer machen. Ich muss mit diesem Garbage... Ding, das ist ja sehr fair. Pong-Unfair-Version. Hallo? Ich will nicht so ein kleines Kackding hier haben. Es ist einfach nur ein Fiebertraum. Dieses ganze Spiel, es ist ein absoluter Fiebertraum. Und es wird in die Let's Play-Geschichte eingehen. Auf ganz YouTube in Let's Play-Geschichte eingehen. Was das hier für ein Cringe- und Albtraum-Fiesta ist. Sag mal, können wir auch nicht erzählen, dass das jetzt geil ist. Guck mal, das ist doch fair, oder? Der hat einen riesigen Stick, so groß wie das ganze Tor. Und ich habe hier nur einen kleinen Punkt. Das ist die Definition von Fairness. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das ist super fair. Das ist super fair. Guck mal, ich habe hier so einen kleinen... Das ist wie so eine Rotze. So. Also so ein Popel oder so hab ich. Der hat vom Stab hochsprung, so ein Stab. Und ich habe so einen Popel. Als Puck oder wie... Nee, Puck nennt man das nicht. Als Stab. WTF? Wie geil ist diese Idee, dass man sich den zeichnen muss, eigen kreieren muss, aber was ist das für eine Umsetzung, bitte? Die Gegner haben so riesen Dings und mich so ein kleines Gammelding. Habt ihr mal was von Fairness gehört so? Man kann auch keinen Schwierigkeitsgrad auswählen, es ist immer der ultimative Leidensmodus. Und das ist traurig genug, dass ich mit einem Popel den outplay. Guck mal, der Popel. Ich spiele gerade Even mit ihm, obwohl ich nur so einen Popel habe. Wie geht das? Ja, F you. F you so hard in your... Naja, lassen wir das. Das ist das ein... Immerhin habe ich mal ein Tor gemacht. Es war ein Eigentor, aber muss ja keiner wissen, ne? Aber ihr könnt mir ja nicht sagen, dass das jetzt hier fair ist. Können wir ja nicht sagen, dass das jetzt hier fair ist. Können wir nicht sagen, ja, das ist ein geiles Spiel. Das ist ja das Unfairste, was ich jemals gesehen habe. Pong mit einem Popel. Der eine hat einen Popel, der andere hat einen Stab vom Stabhochsprung. Finde ich gut. Sehr fair. Ganz ehrlich, ne? Ich hinterfrage nicht nur mein Leben. Ich hinterfrage die EntwicklerInnen, dass sie das überhaupt in die Welt gesetzt haben. Dass sie dachten, yo, Popel gegen Stab-Hochsprung-Stab, das ist cool. Das ist unser Gameplay. Das wollen wir. Und der gewinnt jetzt mit einem Popel. Jetzt hat der mal einen Popel. Jetzt habe ich mal einen geilen Stab und der gewinnt. Mit einem Popel. Mit einem Popel als Stab. Wie?
How is it even possible? How is it even possible? Ich glaube, wenn ich mehr schmettere, dann bleibt der Popel und ich bin halt cool. Ich bleib halt cool und er ist Popel. Hä, was ist das für ein Scheiß? Als ob ich den jetzt outplaye. Und immer Regenbogen, wenn ich gewinne. Sehr LGBTQ-freundlich, das Spiel. Das muss man den Spieler lassen, ne? Kann man mit zum CSD nehmen. Der Spaß für jeden CSD, oder was? Ey, was ist das für ein Spiel? Jesus Christ. So. Popel gegen meinen Riesenstab. Der sehr gerade gezeichnet ist, darf man anmerken. Als ob ich das jetzt schaffe. Auf einmal habe ich den Dreh raus, oder was? Und wenn das wirklich so geht, dann liebe ich das. Einfach schmettern und dann kriegt er einen Popel. Normalerweise spiele ich viel langsamer, weil ich ja keine Expertin hier drin bin. Hey, Experten, die schmettern halt, was das Zeug hält. Aber scheinbar, das ist richtig, wäre ich jetzt voll auf 12. Immer das mache. Aber jetzt hat der Gegner nämlich den Popel und ich bin die Coole mit dem langen Stab. Ey, was ein geiler Scheiß. Okay, und es funktioniert, Leute, es funktioniert. Ich hab Spaß! Ich hab Spaß! Oh, ich hab einen Popel. Ich hab Spaß unterm Popel, Leute. Darauf hat die Welt gewartet, ne? Ja, immerhin kein Popel mehr. Was ist das für ein Spiel? Ich kann nicht mehr. Aber ich muss ehrlich sagen, das hier ist extrem geil. Es funktioniert. Es ist kreativ. Es macht Spaß. Vielleicht ist die untere Hälfte ja besser. Guck mal, es wird easy 10 zu 0. Ich konnte gerade kein... Okay. So viel zum Thema, es funktioniert. Ich konnte nicht mehr den Stab malen. Es ging gerade wirklich nicht. Popel gegen Popel. Das Duell der Popel. Wer ist zuerst aus der Nase rausgeflogen? Ey, soll's Popel sein? Oh Mann, ey, wieder Eigentor. Absolut Giga-Cringe. Eigentor gibt's nur bei mir. Hast du schon mal einen Gegner gesehen, dass er Eigentor macht? Oh, ja, auch nicht. Für was hat alles seine Gründe? Was habe ich hier schon wieder für einen Stab gemalt? Ich sag dazu mal nichts. Nur vor, dass hier gerade ein Popel beim Gegner ist. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Ich mal den jetzt neu. Ist immer scary, weil wenn er dann schmettert und ich noch keinen neuen Stab habe, kann es ganz schnell das Ende bedeuten. Auch dieser Sound, aber einfach. Als würde man den Stab irgendwie ausscheißen oder so. Kommt halt aus der Nase raus. Lecker, ne? Guten Hunger wünsche ich euch, wenn ihr es irgendwie bei Essen guckt. Mit den Kack-Sounds und Popeln. Das ist ganz toll hier. Ja. Der wollte mich beten, dass ich einen neuen Stab zeichne. Habe ich aber nicht gemacht. Pech gehabt. Oh, guck mal, der ist schön gerade. Warum hat der so einen langen? Hat der so einen langen Stab? Warum ist der so cool und ich nicht? 1-2-1, mein Freund. Jetzt geht's um Wurst. Runde 3. Da sind wir dabei. Kein Eigentor, bitte. Eigentlich will ich das jetzt rocken. Ich will das gewinnen. Aber Schmetter hat auch einen Popel und Eigentor. Ich bin nicht die Einzige, die dumm ist. Da habt ihr schwarz auf weiß. Gut, dieser Riesenstab gegen meinen Kack hier ist natürlich jetzt sehr fair. Das war leider nicht mehr gewinnbar. Das Schöne ist, jetzt darf ich schmettern. Oh, was er nur hat. Richtig. Ein Popel. Ich hab da auch ein Tor gemacht. Wieso ist denn jetzt 2-2? Ach. Meine Fresse. Ich will das gewinnen. Hat mich der Ehrgeiz gepackt. Jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt. Das habe ich hier schon wieder für Mist gezeichnet, aber besser als ein Popel. Er hat halt nur einen Punkt.
Ein Popel. Popel, Popel, Popel. 4 zu 3, ich führe mit einem einzigen Punkt. Sagen jetzt. Ja, sorry, aber bei diesem. Bei dieser Jellybean, die ich da nur übrig hatte, weiß ich auch nicht, was da nur hätte machen sollen. Der Aufschlag hat hatte übelst Vorteil, WTF. Das ist übelst unfair. Ich darf nicht lachen, mir ist es auch schon 100 Mal passiert, eigentlich. Ich darf nicht lachen. Ja, es hat nicht reagiert! Ihr seht es ja! Ihr seht es ja! Ihr seht es ja! Warum habe ich jetzt einen Popel? Wenn ich Aufschlag habe, sollte ich keinen Popel malen, okay? Oh, es wird noch richtig knapp. Das Finale, Leute. Das Finale, der Popel. Ach komm, ey. Also wirklich, wer Aufschlag hat, hat ja so einen Vorteil. Das machen wir nochmal neu. Oh. Aus meinem Verzeichnis sich natürlich, dann ist der Vorteil natürlich ganz schnell weg. Die Chance musst du jetzt ergreifen, tut mir leid. Wieso hast du jetzt so eine Riesenstange? Wieso hatte der jetzt so eine Riesenstange? Das ist immer giga unfair. Wollen wieder ein zweiter Ball kommen? Ja! Zeig mir, was du kannst, mein Freund. Oh. Ja. Komm schon. Cringe über Bande gespielt. Hat auch weniger Schwung, ne? Wenn man in so einen kleinen Stab hat, glaube ich. Ja, willst du jetzt was machen oder nicht, Kollege? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, natürlich. Hatte die Chance ergriffen. Aber er ist schon wieder dezimiert. Er hat einen richtig langen Stab gehabt. Das ist so zweideutig, ne? Dieses. Einen richtig langen Stab gehabt und ruckzuck habe ich ihn dezimiert. Ruckzuck hat er nur so einen kleinen Kackstab da gehabt. Auch wieder Eigentor. Dafür anmerken, dass 5 Tore vom Gegner, glaube ich, meine Tore waren, also Eigentore. Wollte ich mal so gesagt haben, weil es stimmt nämlich. Nur ein Punkt, Leute. Nur einen einzigen Punkt. Warum wartet der jetzt so lange? Das macht mir Angst. Was habe ich hier für einen Mist gemacht? Na, besser als so einen kleinen Gammelpopel dazu haben. Was machst du da, Junge? Nein, er hat auch wieder so einen Riesenstab. Der Riesenstab. Kaufen Sie jetzt. Schlagen Sie zu. Ja, jetzt ergreife ich aber die Chance. So, Kumpel. Now we are talking. Ich weiß halt nicht, ob der sich jetzt auf den langen Stab zaubern könnte oder nicht. Ich weiß es halt nicht. Fürs Erste bleibt halt ein kleiner Popel. Flop. Schlimme ist, er hält sich viel zu gut. Ich werd versagen. Ich werde versagen. Ach, ist ja auch egal, ey. Ich brauche hier nichts beweisen oder so. Was ist das für ein Kindergarten? In einem komischen Air-Hockey-Spiel, wo man sich seinen eigenen Air-Hockey malt. Ich hab verloren. Juhu! Ich hab verloren! Toll, ich freue mich. Gottes Willen, ey, so ein Müll. Aber geiler Müll. Der Müll hat Spaß gemacht. Was ist jetzt? Klassik? Rematch. Rematch. Alles nochmal von vorn. Warum steht da eigentlich Items an aus? Ach so. Ach so. Darf ich mal sagen, dass es eben 9 von 10 war? Es hat übel Spaß gemacht. Auch wenn ich natürlich verloren habe, aber es war ja klar bei der Steuerung. Manchmal hat der Touchpad ja nicht reagiert, ihr habt es ja auf Kamera. Auch wenn man wahrscheinlich nichts davon erkennt. Und jetzt kommt das Traurige, der Modus macht nicht so viel Spaß. Weil hier gibt es keinen Popel und... Ja, es war fairer, wie ihr seht.
Aber der andere Modus war wirklich, wer Aufschlag hat, hat übelst einen Vorteil. Hier ist es nicht so. Ist geiler Modus, der macht bestimmt übel Spaß mit mehreren. Unironisch. Multiplayer, dieser andere Modus da, wo du eigenen Punktschläger machst, der macht richtig Spaß. Hier gibt es scheinbar auch Items, aber ich habe keine Ahnung, was zu machen und wie man die aktiviert. Keine Ahnung, ich spiele einfach ganz normal. Ich weiß nicht, was das da ist. Oh! Jetzt wissen wir es. Selbst das klassische Airwalk hier. Scheinbar Items. Ist auch nicht schlecht. Klassisch. Komm, jetzt gewinnen wir aber gegen den Doofen. Gegen das doofe Baby. Kann man nicht gegen ein Baby verlieren? Ja, was ist das denn? Die Gaming Queen verliert gegen ein Baby? Welcher Welt das denn? Heute nicht. Wieder bleibt klein und ich bleib groß. Wie unfair ist das denn? Warum resettet sich das denn nicht? Das ist ja übelst gemein. Ja, haben wir es dann bald mal. Man merkt, wenn ich meinen eigenen komischen Pongschläger zeichnen muss, klappt es auch. Wer es glaubt oder nicht, Airhockey kann ich. Ist eben mal mehr Pong, das hier ist wirklich Airhockey. Bin ich nicht schlecht, oder? Ich habe zwar im Real Life noch nicht gespielt, aber ich glaube, im Real Life könnte ich das auch gut. Aber im Videospiel Airhockey bin ich immer unschlagbar. Auch das gibt es in Yakuza, wie gesagt. Ich weiß auch nicht. Ja, okay. Nehme ich zurück. Aber es hat gut angefangen, okay? Es hat gut angefangen. Geht auch gut weiter eigentlich. Bis auf das Eigentor. Warum bleibt der denn klein? Das ist doch so viel zu einfach. Mein Headset rutscht runter, weil ich immer so blöd nach unten gucken muss. Das weitet das Tor. Jetzt check ich's. Ist ja lustig. Oh, das war gemein. Ein bisschen verzögert und dann voll geschmettert zur anderen Seite. Das war echt... Nicht schlecht, Baby, aber du bleibst ein Baby. Ein Crybaby. Vor Crybabys habe ich keine Angst. Ich ziehe es jetzt auch echt durch, ne? Wenn es übel Spaß macht. Ich gebe es offen und echt zu, was hätte man hier besser machen können? Der Modus. Auch wenn ich die Minispiele gehasst habe, der Modus ist eine 10 von 10. Und ich verarsche euch nicht, das ist eine 10 von 10. Das ist für mich eine 10 von 10. Klassisches Airhockey, das Pong-mäßige mit den eigenen Pongstab. Absolut spaßig, absolut geil. Richtig gut, ey. Übrigens war ein Joke mit den ich bin gut in Airhockey. Ich hab das in WarioWare oder so mal gespielt. Da war ich auch nur so mittel. Ich bin übel scheiße eigentlich in Airhockey. Das war ein Joke. Ich hoffe, das hat mir niemand geglaubt. Ihr habt ja hier schwarz auf weiß. Ich war nur überrascht, dass es so gut lief am Anfang. Und denken, Ape. Ja, gut. Die Runde geht an dich, Baby. Und denken, Ape Escape Spiel gab es auch Airhockey. Müsst ihr weiter. Ganz ehrlich, das Item finde ich nicht gut gebalanced. Vor allem, dass du es behältst. Jetzt hat er ein Riesending. Riesenschläger. Was soll man dagegen machen? Kriegt er jetzt jeden und hat viel mehr Power. Wer den bekommt, gewinnt das Spiel. Traurig, aber war. Also gut gebalanced ist das nicht. Aber man kann die Items ja ausstellen. Vielleicht fürs klassische Airhockey auch tun, Leute. Wenn ihr Spaß haben wollt, weil das hier ist. Wack. Weil, oh, du hast zuerst den großen Schläger bekommen. Gut, dann hast du gewonnen. Congrats. That's basically it. Weil, wie soll man da jetzt dran vorbeikommen? Okay, einfach rein. Hat er nicht mitgerechnet.
Sonst, und er behält ihn, obwohl er jetzt ein Tor kassiert hat. Er behält den großen Schläger. Das ist an Unfairkeit nicht zu erbieten. Das ist wirklich gemein. Und ich habe den Kleinen. Fantastic. Jetzt weißt du, wie er sich eben gefühlt hat. Groß gegen Klein. Da ist der Popel. The Return of the Popel, Leute. Nur, dass ich den Popel jetzt nicht vergrößern kann. Kann ich vielleicht schon, wenn ich das richtige Item kriege, aber ist auch ein G, ne? Mal blitzen die auf, meine ich. Es ist auch extrem schwer, die Items zu bekommen, finde ich. Und der einzige, der Items bekommt, ist das blöde Baby, leider. Prima. Wer hätte es gedacht, wenn man so ein Riesending hat? Tja, die Qual der Wahl. Von rechts, von links, überall Bälle. Angriff der Bälle. Findet ihr das fair, was hier gerade passiert? So ein Riesenteil gegen mein kleines Kackding? Und er ist zu dumm zum Kacken? Haben wir es doch mal? Dein Riesending. Oh, ich habe wieder einen normalen. Mensch. Wie kann ich den denn schrumpfen lassen? Das ist ja mal so gottlos. Und sein Raumschiff da. Sieht ja jetzt wirklich aus wie so ein Raumschiff. Sehr hart. Sieht legit aus wie ein Raumschiff. Das Ding, der Schläger, oder wie man das auch mal nennt, das ist so groß wie das Tor. Was soll ich denn jetzt überhaupt noch machen? Ich kann nur auf ein Item zu kriegen, aber selbst da komme ich ja nicht hin, weil er so fett ist. Das ist sehr hot garbage. Aber wie gesagt, die Items sind optional. Man muss ja nicht mit Items spielen. Das ist jetzt für mich kein Kritikpunkt. Ach komm, ey. Komm, mach dein letztes Tor. Fühl dich cool. Und dann haben wir's, ne? Komm, ich lasse jetzt auch reingehen. Das ist ja jetzt Zeitverschwendung hier. Eigentor, bumm. So ein Schmutz, so ein Drecksgelb. Items fair and balanced. Das ist schön. Finde ich gut, dass die Items so gut gebalanced sind in dem Spiel. Das macht Spaß. Das war wirklich jetzt... Ich konnte aufgeben, weil der weil er dieses riesige Item hatte. Das müsste einfach... Könnte das fixen, indem man es resettet. Also es ist schon wichtiger, die Itemfelder zu bewachen, als dein eigenes Tor. Beim Punkt verlieren, okay. Aber wenn du groß bist oder wenn der Gegner groß wird, weil du ein Itemfeld nicht bewacht hast, it's game over, ne? It's game over. Und warum spielt er jetzt wie ein Gott? Wenn er im Rückstand ist, spielt er wie ein Gott. Wie kann das denn sein? Ich bin auch nicht gerade schlecht. Aber ich habe ja auch das größere Ding. Ich hab ja jetzt den Vorteil. Guck mal, wie er guardet, ey. Das wäre Manuel Neuer, ey. Ach komm, ist das ein Schmutz schon wieder. Aber wie gesagt, Punkte ist nicht so wichtig wie Items. Punkte zu haben ist nicht so wichtig. Außer wenn es der letzte Punkt ist, ne? Dann ist es vielleicht doch schon wichtig. Ja. Cool! Wieder verloren, Leute. Ich kann einfach gar nichts. Kriege ich jetzt Minderwertigkeitskomplexe durch das Spiel. Nicht nur durch das Spiel, sondern durch alle Minispiele. Aber er kriegt ja jeden Ball. Ich mache angewinkelt, ich mach gerade Schmetterbälle. Er kriegt halt alles. Ist ja nicht fair. Habe ich nur einen reinkriegt, weil er links sein musste und vor rechts kam noch ein Schmetterball. Das war Touché. Konnte er nichts machen. Das war die Zwickmühle des Jahrhunderts. Das war das größte Dilemma, was ich da erzeugt habe. Boah, Eigentor. Wo ist das Skill denn, Baby? Ist den Skill verloren? Vielleicht mal Schnuller wechseln, ist schon so angelüllert. Lecker. Item, danke. Mein Tor ist klein geworden, Leute. Wie soll er da überhaupt treffen? Wahrscheinlich mein Eigentor. So trifft er dann. Mit meinen Fähigkeiten, die nicht vorhanden. Er ist klein. Er ist klein, ich bin groß. Ihr wisst, was das bedeutet, ne? Ja.
guck mal, das Tor wird wieder normal, nachdem jemand einen Punkt macht. Aber die Pucks, nenne ich jetzt mal, die Schläger, wie auch immer. Die Erbschläger, die nicht. Die bleiben so unfair. Das ist echt gut durchdacht. Muss ich schon sagen, Sega, habt ihr gut gemacht. Don't get me wrong, das Spiel ist wirklich mit 10 von 10. Es macht ultra viel Fun. Ich bin ja nur am Lachen und good vibes. Wirklich, es macht übel Spaß. Aber gut gebalanced mit den Items nicht. BTF. Das sieht ja jetzt ein Blinder, oder? Das ist sogar zu klein und zu erbärmlich für einen Popel. Jetzt kann ich nicht mal Popel sagen. Was ist das? Wenn ich das jetzt nochmal kriege, verschwindet er dann? Der war gerade so klein, würde ich sagen, er verschwindet dann sogar. Einfach kein Gegner mehr. Oh ja, deswegen kann man die Items ausstellen, weil sie zu unbalanced sind. Aber wie gesagt, man kann die Items ja genauso verteilen wie die Tore. Kann man es dann bald machen. Das machst du mir jetzt für eine Show und dann nichts dahinter. Wenn man die Items halt guardet, passiert ja auch das Drama nicht. Das ist eigentlich sogar okay. Trotzdem sind die viel zu stark. Kein Kommentar. Ja, Matchball, ich hab gewonnen. Du hast verloren. Soll ich die Milchflasche holen? Soll ich den neuen Schnuller holen? Einen Schnuller hole ich dir, wo Loser ganz fett draufsteht. Ich bin übrigens eine sehr gute Gewinnerin. Überhaupt nicht gemein oder so. Sehr sportsfreundlich, ne? Würde ich schon sagen. Du siegst, ja! Pokal lass mir ausstellen, Vitrine oder so. Boah, das war echt fun. Das war fun und wir sind eine halbe Stunde dabei. Es verging so schnell. Monkey Wars beim nächsten Mal. Hoffentlich genauso cool. Ich hoffe es. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du immer noch nicht genug von mir hast, dann kannst du hier auf die Playlist des Projekts klicken, da findest du alles, was mit diesem Projekt zu tun hat. Hier kannst du draufklicken, da ist eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier oben kannst du den Kanal abonnieren und somit in Zukunft nichts mehr verpassen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ciao!